Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute wieder zu, naja, man könnte so halb sagen Ori, aber naja. Denn ich gucke heute, oder probiere heute, ob dieses TikTok wirklich stimmt. Here's an Ori in the Blind Forest cheat code to make Ori change color. Yep. Left, up, right, down, up, 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 jump. But you gotta do it faster. Yep. So, da habt ihr es gesehen. Also mein Freund, der sich jetzt auch Ori gegönnt hat, der hat es auf TikTok gesehen und, also logisch natürlich, und hat es auch ausprobiert. Er hat gesagt, es klappt. Also muss es ja schon mal stimmen. Das ist dumm wieder. Aber ja, ob ich das hinkrieg, ist wieder eine andere Frage, ne? Ja, ich habe ziemlich daran rumgestruggelt und es gibt nur Voice-Over. Und im Hintergrund Video mit, ja, dem Sound vom Game. Denn ich war so schlau, während ich nämlich das TikTok, so gesagt, geklippt, aufgenommen habe, habe ich meinen Ton ausgemacht und dann habe ich es vergessen, in der Aufnahme anzumachen. War nicht so smart. Aber naja, hier sieht man es, ich zeige es erst gar nicht. Ich habe in Ori in the Blind Forest Definitive Edition es nicht hingekriegt. Also da geht's definitiv auch, also nehme ich jetzt mal an. Ich bin mir dazu 70% sicher, dass es funktioniert. Dann bin ich aber zum normalen Ori and the Blind Forest gegangen, wo ich es dann probiert habe und nach 9 Minuten und 27 Sekunden habe ich es dann endlich hinbekommen. Hier seht ihr es. So, und dann, um das zu resetten, braucht man nichts, man muss halt das Spiel verlassen, nochmal neu joinen, also jetzt nicht komplett verlassen, halt nur zum Hauptmenü. Und dann kannst du das Ganze nochmal von vorne machen. Und dann ist es mir nochmal bei 11 Minuten, also bei ganz genau, wait. Bei 11 Minuten und 43 Sekunden gelungen. Ja, ich habe... Wait. Ich habe 23 Minuten aufgenommen. Das heißt, es ist mir zweimal gelungen. Oder eher gesagt, nach 11 Minuten. So ist es besser. Dann habe ich es nochmal bei Ori and the Will of the Wisp probiert. Da geht's auch. Aber da war ich wieder zu blöd, um es hinzubekommen. Oder es geht halt doch nicht. Aber naja. Ziemlich kurzes Video, eigentlich für meine Verhältnisse. Ja, und einfach nur so, weil wir gerade wieder über Ori reden. In Ori and the Will of the Wisps habe ich jetzt mit dem Probieren, die Farbe zu ändern, halt... Finde ich immer so schlecht, dass ich das nochmal probiert habe, denn... Ich habe jetzt 19 Stunden und 3 Minuten in dieses Spiel gesteckt, um es zu vollständigen. Blind. Aber ja, ne? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auch wenn es nur Voice-Over war. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.